Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen back bei 60 Seconds. Es ist endlich auf Deutsch. Ich habe lange darauf gewartet. Ich habe schon vor mehreren Monaten gespielt und ich wollte das Spiel so unbedingt spielen. Nur das Problem war, ich hatte keine Lust zu übersetzen. Und als mir Styli letztens gesagt hat, dieses Spiel ist jetzt mittlerweile auf Deutsch erhältlich, habe ich so gesagt, yay! Endlich kann ich das Spiel ohne mir Sorgen über das Übersetzen zu machen oder wie auch immer. Deswegen, wir gehen auf neues Spiel und spielen Apokalypse. Das ist ein Spiel für die Leute, die es nicht kennen. Und zwar geht es darum, dass man selber überlebt. Und man hat vier Familienmitglieder. Es gibt Timmy, Dolores, Ted und Jimmy. Und diese vier Leute, Jimmy oder Timmy heißt er, ich weiß gar nicht. Aber diese vier Leute, wenn einer stirbt, ist nicht schlimm. Wenn zwei sterben, ist nicht schlimm. Wenn einer stirbt, nicht schlimm. Aber wenn alle sterben, da hat man verloren. Und es geht darum, zu überleben. Und man kann es schaffen, aber es ist relativ schwer. Deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns beim Spiel wieder. Und am Anfang müssen wir erstmal ein paar Sachen einsammeln, die wichtig sind fürs Überleben, wie zum Beispiel Essen und so weiter und so fort. Kleiner Junge, fetter Mann, Zar-Zombie. Ah, genau, da hat man... Ja, ich nehme erstmal fetter Mann, das ist der Standardcharakter. Die anderen kann man ja mal später austesten, aber ich bleibe erstmal bei dem. Okay, es beginnt. Und zwar, wie ihr sehen könnt... das ist der Timer. Oh, hier gibt's gleich am Anfang richtig viel Geld. Ich meine, Essen meine ich natürlich. Okay, auf jeden Fall geht's jetzt los. Und ich werde alles einfach mal mitnehmen hier. Nimm alles mit, nimm alles mit, nimm alles mit, nimm alles mit, nimm alles mit. Okay, 3 Essen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, jetzt können wir Timmy mitnehmen. Also, das ist mein Sohn. Der verbraucht allerdings 2 Platz. Und wie ihr sehen könnt, ich habe ja eine Tochter, die ist ein bisschen kompakter, würde ich schon sagen. Und die braucht allerdings dann 3 Platz. Und da, okay, ich habe noch Zeit. Ich habe 60 Sekunden Zeit. Deswegen heißt das Spiel auch 60 Seconds, gehe ich mal von aus. Okay, wie auch immer. So, okay, nice, nice, nice. Oh, vielleicht die Axt könnte wichtig sein. Ich weiß es nicht. 2 Platz. Okay, ich nehme die Axt und meine Ehefrau mit. Okay, jetzt habe ich wieder 4. Oh, ich muss unbedingt... Okay, beeil dich. Nimm meine Tochter mit. Nimm sie mit. Insektenspray. Oh, ich brauche Medikamente. Schaffe ich es noch, Medikamente zu nehmen? Oh, shit, komm schon. Oh, ich kann mit Zeitdruck nicht umgehen. Oh, Medikamente sind 2. Wasser. Nimm Wasser. Ja. Renn. Okay, das war's. Ist okay. Ich gebe mich zufrieden. Woo! Holy shit. Ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt, also vor mehreren Monaten, aber ich habe das Spiel da nicht so ernst genommen, weil ich konnte mich, wie gesagt, nicht auf das Spielgeschehen wirklich konzentrieren, wenn man die ganze Zeit übersetzen muss, aber jetzt habt ihr gehört, Leute. Kann ich ihn in der Nase popeln? Das wäre episch. Aber es gibt dieses Buch, da kann man die momentane Situation lesen. Wir haben im letzten Moment die Bunkertür geschlossen. Danach kam es zur Explosion. Wir hatten Glück. Es wird klappen. Wir sind alle am Leben und können zusammen weitermachen. Wir haben gehört, dass die Dosensuppe schmackhaft und nahrhaft ist. Als wir die Bunkertür aufgemacht hatten, fiel uns sofort auf, dass manche Fächer mit einigen Sachen gefüllt sind. Wir wissen nicht, wer und wann diese Sachen dahin gelegt hat, aber sie werden für uns bestimmt brauchbar sein. Oh, eine Waffe. Okay, das ist gut. Wahrscheinlich sind wir in Amerika, denn da sind Waffen erlaubt. Die Regale unseres Bunkers sind gefüllt mit Dosen. Wir werden von den Dosen essen, wir werden auf ihnen schlafen und wir werden mit ihnen sprechen. Manche von uns machen es schon. Schon am ersten Tag? Wir haben reichlich Wasser, deshalb müssen wir uns darum keine Sorgen machen. Wir haben nie zuvor einen so gut ausgestatteten Bunker gesehen. Eigentlich haben wir noch nie einen Bunker gesehen. Aber das ist auch egal. Okay. Also allen geht's am Anfang erstmal gut. Deswegen muss man niemand zu essen geben, gehe ich davon aus. Das wird schon dort stehen, wenn jemand Hunger hat. Es ist die reinste Hölle, unter diesen Umständen zu überleben. Lass uns hoffen, dass es bald vorbei ist. Denn sonst landen wir in einem Graben im Ödland tot. Diese Möglichkeit spricht uns nicht sonderlich an. Ja, das glaube ich. By the way, nette Zeichnung dort. Tag 2. Okay, wir haben den ersten Tag überlebt. Mal sehen, wie es läuft. An manchen Morgen sind wir wirklich mürrisch. Wir müssen uns innerlich aufraffen und positiv denken. Die Armee kann doch gar nicht weit sein. Ja, stimmt. Wir sind beeindruckt, wie gut Mary Jane zurechtkommt. Heute geht es ihr gut. Timmy scheint vielleicht... was? Timmy sieht vielleicht nicht so aus, aber er ist ein starker Junge. Er kommt gut zurecht. Es war ziemlich ruhiger Tag für Dolores. Okay, also das bedeutet, dass keiner Bedürfnisse hat. Keiner braucht Essen, keiner braucht Trinken. Erst wenn das da steht, müssen wir uns drum kümmern. Dieser Morgen war sehr ruhig für Ted, der sich gut fühlt. Also er braucht auch nichts zu essen, deswegen skippen wir das Essen. Und in unserer Stadt ist immer noch eine hohe Radioaktivität feststellbar. Ein Spaziergang nach draußen könnte zu einer Strahlenkrankheit führen.
Wir werden erstmal nicht auf eine Expedition gehen. Weil solange die Radioaktivität sehr stark draußen ist, denke ich, ist es keine gute Idee. Klopf, klopf, klopf. Dieses Geräusch überrascht und verwirrt uns immer. Es kann absolut alles, sowohl Gutes als auch Böses bedeuten. Aber wir sind immer neugierig. Sollen wir die Tür aufmachen? Ich werde die Tür nicht aufmachen, denn es klopft draußen. Und zum einen, es könnte radioaktive Strahlung reinkommen, von dem wir schon genug haben. Und zum anderen können es Leute sein, die uns versuchen zu berauben. Also es kann natürlich auch einer sein, der uns extrem hilft. Aber momentan geht's mir gut. Und das Risiko jetzt anzunehmen, will ich nicht. Da überlebe ich lieber. Und ich will nicht am zweiten Tag sterben. Vor allem, ich hatte echt einen guten Run. Also ja, das ist ja wichtig. Tag 3. Huh, okay. Tag 3. Hat ab jetzt jemand Hunger? Das Geklopfe verstummte nach einer Weile und der geheimnisvolle Besucher ging weg. Wir haben keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Werden wir es jemals herausfinden? Mary Jane braucht Wasser. Ein wenig Wasser? Timmy wird es nicht verachten. Wenn es etwas gibt, was Dolores braucht, ist es Wasser. Okay, wir geben jedem Wasser. Ted ist sehr durstig. Alle brauchen Wasser. Okay, eine Dose für jeden. Also eine Dose wird in 4 Gläser aufgeteilt. Also, wir haben noch genug momentan. Das ist sehr schön, okay? Ja. Unsere Umgebung ist immer noch hochradioaktiv. Spaziergänge an der Oberfläche werden eine Gefahr für... Nee, ich brauch's noch nicht. Wir haben noch genug. Wir haben noch genug, okay? Wir sehen uns nach unserem normalen Leben. Raum, Himmel, Essen. Mehr Essen. Wir träumen davon, in die Zeit zurückzugehen, bevor diese Scheißbombe gefallen ist. Oh je, hat das Mary Jane gemalt? Da sieht sie aber wesentlich schlanker aus als im Real Life. Aber ganz ehrlich, es ist wirklich gut so, weil im Endeffekt ist Mary Jane zwar bestimmt nutzlos, aber sie wird lange überleben. Ted auch. Und Dolores und Jimmy nicht. Die haben sich nicht vorbereitet auf die Apokalypse. Ich hätte so viel gegessen. Ohne Scheiß, wüsste ich, es gäbe eine Apokalypse. Ich würde so viel essen, dass ich so verdammt dick werde, dass ich für die nächste Woche ohne Essen klarkomme, sondern nur trinken brauche, okay? Erinnerungen sind schön und gut, aber wir müssen die jetzige Situation klar und nüchtern betrachten. Wir sind beeindruckt, wie gut Mary Jane zurechtkommt. Heute geht es dir gut, Timmy geht es gut, oder zumindest war es vor 5 Minuten. Dolores fühlt sich wohl, soweit man sich in einem einzigen Bunker wohlfühlen kann. Ted geht es gut. Keiner braucht was zu essen, keiner braucht was zu trinken. Keiner heult rum. Diese Umgebung unseres Hauses scheint immer noch verstrahlt zu sein. Nee, wir warten noch. Naja, wir gehen nicht nach draußen, nein. Wenn es verstrahlt ist, Strahlung ist eine der heftigsten Sachen und es dauert eine sehr lange Zeit, meistens im realen Leben, bis Strahlung weggeht. Also wenn irgendwie irgendwas explodiert, also ein Atomkraftwerk oder sowas, dann sollte ich lieber nicht rausgehen. Am liebsten geht man da lieber auf die andere Seite der Welt, habe ich so das Gefühl. Wir hatten viele Verwandten, aber keiner von ihnen und so viel bedeutet wie unsere liebe Tante Ada. Sie hat außerhalb der Stadt gewohnt, also mit ein bisschen Glück konfiguriert sie immer noch ihre Maschine zum Viehzählen und der Atomniederschlag hat sie nicht abgeschreckt. Schade, dass wir es nicht geschafft haben, ihr Foto mitzunehmen, oder? Gibt es kein Foto mehr von ihr in einem unserer Bücher nach dem Zwischenfall mit Kaffee? Keine Ahnung, wie auch immer, ich gebe mich damit zufrieden. Okay, lass uns weitermachen. Ich werde ein paar Sachen skippen, bis etwas Interessantes passiert und ich brauche noch einen Kaffee. Oh nein! Oh nein! Mit Streichhölzern zu spielen ist immer eine schlechte Idee. Mit Streichhölzern in so einem kleinen unterirdischen Bunker zu spielen ist eine noch schlechtere Idee. Es reichen ein paar Streichhölzer aus, damit das Feuer die Wände hoch zu klettern beginnt. Wir haben keine Zeit, wir müssen dieses Feuer löschen und unsere Vorräte retten. Was nehmen wir zuerst mit? Ich kann nur das mitnehmen. Wollt ihr mich verarschen? Bitte, mein Essen wird nicht verbrennen. Und mein Wasser nicht verdunsten. Das war schrecklich. Oh, shit. Oh, ich habe immer noch die Axt hier. Und ich habe immer noch das Insektenspray. Oder ist es neu? Medikamente. Nehmt die Medikamente mit. Das war der erste Gedanke, der uns durch den Kopf geschossen, würde ich sagen. Das sind Polen, die das gemacht haben. Deswegen ist das Deutsch ein bisschen komisch. Und wir konnten den Verbandskasten retten, bevor er zu Staub verfallen ist. Das Feuer hat sich aber ganz schnell ausgebreitet und andere Gegenstände im Bunker beschädigt. Wir müssen unser Besitz überprüfen, um zu schauen, ob etwas davon für eine weitere Verwendung geeignet ist. Mary Jane ist wirklich durstig. Ja, sie alle sind durstig, ne? Timmy hat großen Hunger. Timmy braucht nicht viel, aber er braucht... okay, also er hat großen Hunger, er hat Durst. Also, Mary Jane ist quasi, braucht nur trinken. Timmy hat Hunger und trinken. Wir haben bestimmt auch irgendwo Wasser. Dolores sollte es bekommen. Ted ist sehr durstig. Alle sind durstig. Und Timmy braucht Essen. So war's doch, oder?
glaube ich. In unserer Stadt ist immer noch eine Radioaktivität feststellbar. Ja, okay, also, noch will ich niemanden rausschicken, weil momentan haben wir immer noch genug. Unsere Mülleimer wird immer ekelhafter. Die gute Nachricht ist, dass wir den Appetit verlieren, wenn wir ihn angucken. Wir sparen also am Essen. Trotzdem. Trotz aller offensichtlichen Vorteile die Situation möchten wir ein bisschen aufräumen. Unsere Beweggründe sind so groß gewachsene und grün gewordene Kakerlaken. Okay, ein bisschen aufräumen. Kakerlaken? Die können das Essen wegessen, deswegen ich werde meinen Insektenspray benutzen. Ich hoffe, das wird klappen. Okay, dieses Mal braucht Ted, Mary Jane und Dolores brauchen was zu essen. Und Timmy ist in Ordnung. So, Alter, wir haben noch so viel. Also, es sieht eigentlich ganz gut aus. Also, ich weiß nicht. Ah, unsere Stadt ist immer noch... Ach, könnte zu Strahlenkrankheit führen. Ich meine, wir haben Medikamente. Wer wäre denn bereit zu gehen? Ted ist ein Außen... Na, wir gehen noch nicht. Wir gehen noch nicht. Wir lassen es dabei, okay? Vor kurzem haben wir stilles Klopfen an unserer Tür gehört. Aber als wir sie aufgemacht haben, haben wir nur einen Koffer gefunden und niemand war zu sehen. Er ist nicht beschriftet, aber es sieht deutlich danach aus, dass er für uns bestimmt ist. Sollten wir prüfen, was drin ist. Ich mach's! Bitte nicht sterben, keine Bombe, bitte komm, du lass mich nicht sterben, bitte sag mir, das war keine falsche Entscheidung. Ich bin krank. Wieso bin ich krank? Im Koffer haben wir ein paar Suppen gefunden, aber egal, sie war seit langem abgelaufen. Wir fühlen uns unwohl, einige von uns haben den ganzen Morgen bei einem Eimer in der Ecke des Bunkers verbracht. Wir werden anonyme Gedanken nie wieder annehmen. Ah, Geschenke meine ich, nicht Gedanken. Mary Jane gut gelaunt, manchmal ist Timmy auch nix. Ansicht der Blablabla ist alles gut. Dolores ist ziemlich ruhig, Ted wurde mit etwas infiziert. Kann man Ted irgendwie heilen? Ja, das werden wir tun, bevor er noch sterben wird. Wir müssen sicher gehen, okay? Wir müssen sicher gehen. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir ein bisschen Abwechslung in unserer Suppendiät reinbringen können, als plötzlich ein Klopfen an der Tür ertönte. Draußen war eine Gruppe von Flüchtlingen in sehr schlechtem Zustand. Das alles, was die gebraucht haben, war etwas zu essen. Ein paar Tropfen Wasser und einige saubere Bandagen sowie ein paar Medikamente, um ihre Verletzung zu versorgen. Ich gebe ihnen nichts. In dieser Situation finde ich, solange es keine Familienmitglieder sind, muss sich jeder um seinen eigenen Arsch kümmern. Es ist heftig, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht so viel, dass ich muss meine Familie ernähren. Und ich glaube, jeder Vater würde Nein sagen und würde damit eher seine Familie ernähren. Deswegen, ich werde diese Situation simulieren und Nein sagen. Ich bin eiskalt. Okay, Spaß. Ich bin nicht eiskalt, ich bin lieb. Alle sind durstig, aber keiner hat Hunger. Oh, wir werden langsam ein bisschen knapp von den ganzen Wasser-Dings da. Ich glaube, jetzt sollten wir langsam auf eine Expedition gehen, um mehr Wasser zu finden. Weil wir sehen können, wir haben 3. Was aber spätestens bis Tag 18 oder sowas reichen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ein Ende sein wird. Die Umgebung ist heute immer noch verstrahlt zu sein. Ja, sollten wir nicht nach draußen gehen. Oh. Okay, ich warte noch, Leute. Ich warte noch. Vielleicht wird es ja besser mit der Verstalltheit. Mutierte Nageltiere greifen unsere Vorräte an. Sind wir hier bei Fallout oder so? Wir sind uns nicht sicher, ob das Ratten, wilde Kaninchen oder nur mutierte Hamster sind. Egal, was das ist. Es ist schlimm. Wir könnten die Munitionsreserven oder etwas ähnliches nutzen, um mit den Schädlingen fertig zu werden. Das ist heftig. Also die Waffe will ich nicht nutzen. Wir benutzen die Axt, weil ich denke... die wird dann entfernt, ne? Aber ich denke, eine Axt könnte besser in dem Moment sein, weil falls uns irgendwelche Leute attackieren, haben wir wenigstens eine Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Das können wir allerdings... Die Munition zu verschwenden ist einfach Selbstmord, finde ich. Deswegen, das belasse ich erstmal so. Unsere Dosen sind sicher, dass der dortige Mutant hat Pech. Es sind immer noch... Okay, bla bla bla. Okay, wir haben alles gerettet. Wir sind schon bei Tag 11, Leute. Und bis jetzt ist alles gut. Außer, dass die radioaktive Strahlung immer noch sehr stark ist draußen. Sofern wir mit den Katastrophenwarnungen auf dem Laufenden sein wollen, müssen wir jetzt regelmäßig Radio hören. Eine Alternative wären sorglose Spaziergänge an der radioaktiven Oberfläche in der Hoffnung, dass jemand um die Ecke kommt und uns rettet. Die erste Option klingt vernünftiger. Haben wir überhaupt ein Radio? Ich gehe mal davon aus, dass ja. Ihr geht's gut, sie brauchen nichts, Jimmy ist brav. Timmy, meine ich. Dolores zu sagen, würde... was? Okay, heute Morgen hat er... Okay, alle haben keine Probleme, alle sind glücklich. Also, Mann, kannst du nicht draußen...
Wir sind sich nicht sicher. Eine Expedition ist riskant, aber wir brauchen neue Vorräte. Wer wäre denn bereit? Ted ist ausgezeichneter Form für die Expedition. Das wäre geil. Ted, wenn er bereit ist. Aber ich will Ted nicht gehen lassen, weil Ted finde ich wichtig, weil er ist der Mann. Dolores ist sicher. Ich glaube, ich lasse einfach Mary Jane gehen. Fühlt sich ausgezeichnet. Okay, Dolores ist sicher, dass sie an der Oberfläche überleben wird. Wenn sie so sicher ist, dann kann sie ja gehen. Aber Moment, wenn sie weg ist, dann habe ich keinen Partner mehr, mit dem ich es treiben kann. Verdammt, okay, ich weiß nicht, ob ich... Okay, wir planen. Wir planen und schicken Dolores raus, weil ich mir sicher bin, sie wird überleben. Unsere Informationen über die Außenwelt sind ziemlich eingeschränkt. Es wäre besser, ein bisschen mehr zu wissen. Vielleicht hilft uns das Radio. Ich hab nicht mein Radio, Bro. Ich hab nicht mein Radio. Wie auch immer. Dolores sollte jetzt gehen, dachte ich. Nee, sehe ich noch da. Aber wir planen ja erst. Unwissenheit kann ein Segen sein. Ein weiterer Tag ohne die neuesten Nachrichten wird uns nicht töten. Mary Jane ist wirklich durstig. Sie muss unbedingt trinken. Timmy hat großen Hunger. Also beim nächsten Mal muss ich unbedingt das Radio aufheben, damit wir Informationen bekommen. Timmy hat großen Hunger. Es wird vielleicht höchste Zeit, damit Timmy trinkt. Es sieht schlecht aus. Also durstig, Timmy durstig, durstig, alle durstig, okay, jetzt wird es langsam Zeit. Es wird langsam knapp, hoffentlich, wenn Dolores nach oben geht und sie wieder zurückkommt, dann dauert ja auch ein paar Tage, ne? Okay, ich bin gespannt. Was braucht man für die Axt? Also zum einen sie und wir geben ihr eine Axt. Wir geben ihr eine Axt zum Verteidigen, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist in Ordnung. Ich weiß nicht. Also eine Gasmaske wäre natürlich besser. Okay, bye. Viel Glück. Okay, unsere Vorräte sind knapp. Unsere Stimmung schlecht. Man kann die Verzweiflung im Bunker fast riechen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es eine kleine Gruppe der Überlebenden in der Gegend gibt. Hauptsächlich die Alten aus dem Altenheim. Es soll nicht schwer sein, einige Vorräte zu ihnen zu leihen. Sie sind ohnehin alt und wir brauchen Vorräte. Ja, ich mach's einfach mal, aber bitte sag mir, ich sterbe nicht, weil ich einen ultra mega großen Fehler gemacht habe, den ich nicht hätte tun sollen, weil es dann doch keine Alten sind. Selbst wenn es Alte sind, ist doch egal. Aber es geht ums Überleben. Oh, wir sind hingegangen, haben bekommen, was wir brauchen und sind zurückgekehrt. Wir sind sicher, dass diese Gruppe zurechtkommt, höchstwahrscheinlich. Oh, nice. Wir haben was bekommen für Unterhaltung, damit es nicht zu langweilig wird. Sehr gut. Unter diesen Umständen sind alle ruhigen Tage Gold wert. Zum Glück hat heute Mary Jane nichts Neues erlebt. Okay, alles klar. Wir werden bestimmt zurechtkommen, selbst in Toronto. Die Frage ist nur, wie wir an ein Boot kommen sollen, um dorthin zu gelangen. Es ist angeblich der beste Weg, um nach Europa zu gelangen. Also Europa ist auf jeden Fall ein toller Ort. Allerdings, zum einen denke ich nicht, dass es dort eine radioaktive Strahlung gibt, wenn man dazu schon ein Boot braucht, um dahin zu kommen. Zum anderen, wieso denken die an ein Boot? Ted, wieso denkst du an ein Boot? Wir haben hier... wie wär's mit Gasmasken? Das würde mich mal interessieren. Alle sind durstig wahrscheinlich, ne? Durstig, alle sind durstig, okay. Braucht sicher niemand was zu essen? Ja, yeah, okay. Wasser ist... Jetzt sieht man auch übrigens, wie viel wichtiger Wasser ist als Essen. Wasser ist verdammt wichtig. Vor allem das Problem ist, dass wir kaum Wasser mehr haben. Und wir müssen jetzt quasi jede einzelne Gelegenheit ausnutzen, um Wasser zu bekommen. Wir haben uns entschieden, nach draußen zu gehen, um zu prüfen, ob das Geschäft an der Ecke noch da steht. Wir sollten schon den Bunker verlassen, als ich aus der Dunkelheit ein unmenschliches Knurren vernehmen ließ. Und ein paar Meter von uns ein paar wilde Augen in der Dunkelheit geleuchtet haben. Wir hatten nur einen kurzen Moment Zeit, um die Entscheidung zu treffen, was sollen wir machen? Soll ich rausgehen mit der Waffe? Ich tu's. Ich muss überleben. Oh mein Gott. Jemand wurde erschossen. Ah, wir leben noch. Kann es sein, dass Dolores erschossen wurde? Ein schneller Schuss nach dem Gewehr hat gereicht, um das Geschöpf in der Dunkelheit, gelauert hat, zu verjagen. Es ist nie zurückgekommen. Mary Jane sagt, okay, alles klar. Haben wir irgendwas bekommen? Irgendwas essen? Ich glaube nicht. Sie braucht nichts. Ihm geht's gut. Allen geht's gut. Super. Oh, Tag 17 und sie ist nicht erkrankt. Und wir haben einen coolen Bart, der verdammt witzig gezeichnet ist. Sieht aus, als würde das ein Paint gezeichnet sein irgendwie. So ein Bart könnte ich definitiv auch machen. Es gibt nichts Besseres als Ruhe nach dem Sturm. Oder ist es andersrum? Wir haben... den Sturm vor der Ruhe? Was ist besser?
das Sturmfutterduo ist besser. Wir haben uns sehr gefreut, als Dolores unverletzt aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Ein großer Schrottstapel hat uns einen Hinweis darauf gegeben, dass wir uns einen ziemlich großen Parkplatz nähern. Die Explosion hat fast kein Fahrzeug überlebt, aber wir sind zwischen die Wracks hineingegangen, um zu schauen. Unter dem angebrannten Picknicktisch haben wir, oh yes, haben wir ein bisschen Wasser gefunden. Die Flaschen waren nicht in dem besten Zustand, aber irgendwas, was drin ist, ist wohl trinkbar. Oh, es sieht danach aus, dass die Bombe jemand idyllisches Picknick unterbrochen hat. Sorry, wenn ich mich verlese, dann lese ich es selber. Glücklicherweise waren seine Teilnehmer große Fans der Tomatensuppe. Die unzerstörbaren Rosen waren im ganzen Parkplatz verstreut. Oh, mein Koffer! Was ist da drin, ne? Eine Lampe. Okay, also wer braucht was? Timmy kommt guter Situation. Okay, sogar gute Laune. Dolores braucht Essen. Und sie ist müde. Okay, also ich gebe nur Dolores Essen und dann ist alles gut. Wir haben endlich wieder Wasser, aber nicht so viel. Das bedeutet, normalerweise müssen wir auf jeden Fall auf eine Expedition gehen. Ausgezeichnet. Timmy ist voller Kraft und Zuversicht. Ted ist frisch und voller Energie. Ich werde Timmy gehen lassen, glaube ich, weil er ist nicht so wichtig wie Ted. Definitiv nicht. Oh shit, Leute, langsam wird's knapp. Sie braucht Wasser, okay. Also, wen schicke ich los? Ich wollte Timmy losschicken mit einem Gewehr, einem Kind zu geben. Ich meine, es ist Timmy. Oder soll ich Ted gehen lassen? Ich lasse Ted gehen, glaube ich, mit einem Gewehr. Ja, ich werde Ted gehen lassen, weil Timmy ist mir irgendwie, ich weiß nicht, der nervt irgendwie ein bisschen. Ich meine, schaut euch mal, als würde der draußen klarkommen. Ich meine, ich bitte euch. Denkt ihr, ich vertraue dem Loser? Vor allem, was ist das für ein Blutfleck hier? Ich will es gar nicht wissen. Okay, wie auch immer. Wir sind beeindruckt, wie gut Mary Jane zurechtkommt. Was ist das für ein komisches Bild? Heute geht es ihr gut. Timmy geht es gut, oder zumindest war es in 5 Minuten. Dolores braucht Essen. Und ein bisschen Wasser. Okay, das Einzige, was... Okay. Oh, wir haben echt nicht mehr viel. Oh, hoffentlich kommt Ted mit guten Sachen zurück und erstickt nicht oder stirbt nicht oder was auch immer. Zu den Dingen, die man nicht erwartet, gehört eine Gruppe grün gekleideter Leute vor dieser Tür und zu sehen und sie sagen, was und sie sagen zu hören, dass sie den Reichen nehmen und den Armen geben. Doch genau das ist uns passiert. Unglaublich. Sollen wir dieses Kasper-Theater reinlassen? Sie könnten uns... Ich lasse sie nicht rein. Ich brauche das nicht. Ich brauche es nicht. Welcher Tag? 20. Tag. Oh mein Gott. What? Dolores ist aus der letzten Expedition mit einem verletzten Bein zurückgekehrt. Es sah nicht allzu ernst aus, aber die Situation hat sich seitdem verschlechtert. Wenn wir nichts damit tun, könnte eine Beinamputation nötig sein. Oder Schlimmeres. Ich habe leider gar nichts. Alter, arme Frau, aber ihre Beine sehen ganz normal aus. Aber es kann sehr wohl sein, dass quasi ihre Beine irgendwie eine Wunde, irgendwie sie sich eine Wunde zugefügt hat und dann es infiziert wurde. Das kann sehr wohl sein, das kann sehr schnell passieren, vor allem in so einer radioaktiven Strahlung, bin ich mir sehr sicher. Oh, wir haben entschieden, unsere Talente einzusetzen und das Innere des Bunkers zu dekorieren. Das Feng Shui des Bunkers ist im Moment etwas unvorteilhaft. Als wir ein paar Möbelstücke verschoben haben, haben wir eine Geheimtür entdeckt. Was ist hinter dieser Tür? Es gibt nur eine Möglichkeit, um es herauszufinden. Nimm die Lampe und geh rein. Geh rein. Bitte, da ist etwas drin. Und enttäuscht mich jetzt nicht. Das wäre natürlich Jackpot, wenn da noch Wasser drin wäre. Und, wir haben nicht mehr viel Wasser. Ein Radio! Das ist ja ein Ding. Heute haben wir echt Glück, als wir der Plunder... Okay, wir haben Radio bekommen. Sie ist durstig und muss was trinken. Jimmy muss was essen. Ein wenig Wasser. Oh nein. Oh nein. Oh, das wird jetzt ganz knapp. Das ist ganz knapp. Also quasi, Jimmy, sie braucht nur was zu trinken. Er braucht beides. Oder? Ja, er braucht beides. Und die Mutter, Dolores, braucht gar nichts. Also, er braucht beides und sie braucht nur was zu trinken. Wir haben kaum mehr, wir haben kaum mehr. Okay, wir aktivieren das. Wir aktivieren das Radio und hoffentlich wird uns jemand helfen. Ted ist zurück! Ted ist zurück, Leute. Er sieht so verdammt... Oh, shit. Wohlbehalten zurückgekehrt. Okay, wir haben eine Waffe. Wir haben Essen. Was hat er noch gebraucht? Ja! Eine Gasmaske! Ted, du bist der Beste! Oh, noch ein Heft. Okay.
Mary Jane fühlt sich heute wohl. Hoffentlich würde es so bleiben. Timmy ist total erschöpft. Total erschöpft. Was heißt das? Ich würde sagen, aber er hat keinen Hunger. Das steht's ja nicht. Dolores braucht was zu essen. Okay, und zu trinken. Okay, also ihm geben wir was zu essen und ihr geben wir beides. Oh mein Gott, wir überleben die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht wie. Wir müssen auf jeden Fall wieder zur Expedition gehen. Was soll der Krach... Okay, wir geben... Ach so, was soll dieser Krach bedeuten? Oh nein, etwas oder jemand ist unter uns. Das einzige Vernünftige wäre, nach unten zu gehen und zu prüfen, was das ist. Vielleicht könnten wir diese... Oh, soll ich nach unten gehen, Leute? Oh, soll ich nach unten gehen? Ich habe keine Waffe. Ich werde nicht gehen. Nein, ich werde nicht gehen. Ich werde nicht gehen. Ich würde gerne eine Expedition planen. Wie wär's damit? Mary Jane? Was machst du da, Mary Jane? Ich will es gar nicht wissen. Es ist keine gute Idee, in so einen engen und dunklen Tunnel zu gehen. Besonders, weil alle... Okay, ja, das ist klar. Mary Jane verdient ja was zu essen. Mary Jane wurde verrückt. Wie ein echter Pfadfinder kommt Timmy in jeder Situation zurecht. Timmy ist viel besser als Mary Jane. Mary Jane will ihm essen. Mary Jane will essen. Ted auch, okay. Ted, okay, vom Essen her haben wir genug, also das ist nicht das Problem, muss ich sagen. Aber das mit dem Getränken ist ein bisschen... ich weiß nicht, wer gehen will. Timmy könnte gehen, ne? Ich würde Timmy lassen. Was geben wir ihm? Eine Gasmaske. Damit sollte er definitiv zurückkommen. Würde ich sagen, oder? Oder kann ich... Ah, ihr seht Koffer. Da kann ich ihm mehr geben, ich verstehe. Wir geben ihm einen Koffer. Dazu ist die Koffer da. Okay, wir geben ihm gleich drei Sachen. Ich werde mal alles auf ein Spiel setzen. Ich werde mir jetzt so vertrauen, dass er hoffentlich nach dieser Expedition mit ultra mega tausenden Sachen zurückkehren wird. Weil wenn ich gebe ihm alles. Ich vertraue ihm also sehr. Dann enttäusch mich nicht, Junge. Enttäusch mich nicht. Mary Jane war heute verdächtig leise. Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Wir sollten mit ihr reden. Ja, yeah, würde ich auch sagen, oder? Würde man mit seiner Tochter reden, wenn sie so behindert ist? Nicht mit dieser Mary Jane wahrscheinlich, aber trotzdem. Mal schauen, hat sie irgendwas gesagt? Ah, sie ist wieder normal. Nichts ist so wirksam beim Lösen von Problemen wie ein nettes, ehrliches Gespräch. Ja, das kann man so sagen. Mary Jane hat viel... Okay, ja, nice. Hat sie erholt... Okay, alles gut bis jetzt. Ich kann es nicht glauben. Okay, das kann man überspringen. Okay, puh. Wie viele Tage habe ich schon? 30 Tage beim ersten Mal spielen, Leute. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Ein Lederkoffer vor unserer Tür. Keine Adresse, kein Name. Ich nehme ihn an. Hoffentlich ist da irgendwas drin. Ne? So, solange es keine Bombe ist, ist alles gut. Ich meine, wir hatten schon eine Atomexplosion. Okay, alle leben noch. Aber irgendwie ist sie ein bisschen blutiger. Okay, heutzutage kann man... Ja! Wir haben Wasser bekommen. Ich kann es nicht glauben, wir haben voll Glück. Also Mary Jane ist erschöpft. Okay, scheiß drauf. Dolores braucht Essen und Trinken. Und okay, nur Dolores braucht was. Aber unsere Vorräte werden trotzdem weniger, leider. Aber okay, wir kommen gut klar. Oh, Timmy ist zurück. Hi, Timmy. Was hast du gebracht? Sag mir bitte... Oh nein. Oh, drei Essen, zwei Wasser. Ein Lock? Was hast du gesucht? Keiner sollte davon haben. Eine Waffe. Okay, wozu ist aber der Lock? Okay, wer hat Hunger? Mary Jane ist ziemlich hungrig. Okay, hungrig. Hungrig. Also die Kinder sind hungrig. Und Ted ist auch hungrig. Also keiner hat aber Durst, ne? Nee, keiner hat Durst. Außer Dolores, ne? War... Ja, okay. Also alle haben Hunger. Außer Dolores. Okay. Also ganz ehrlich, ich würde echt Mary Jane weniger zu essen geben. Aber sollen wir auf eine Expedition gehen wieder? Ich würde sagen, ja. Das Ödland ist für uns eine große Unbekannte. Ja, fühlt sich gut, um nach oben zu gehen. Mary Jane ist bereit. Ja, wir lassen Mary Jane dieses Mal gehen. Timmy hat schon immer geliebt, herumzulaufen und satt zu fahren. Dieser... klaustrophobische Bunker ist kein guter Platz für ein Kind mit zu langem und lebhaften Bein. Der Junge hört nicht auf uns, zu fragen, ob er nach draußen gehen darf. Sollen wir in sein Leben gefährden? Nein. Nein, wir lassen ihn nicht nach draußen gehen. Scheiß auf sein Leben. Gut, wir lassen Mary Jane gehen mit...
Mit einer Gasmaske. Okay, viel Spaß, Mary Jane. Sieht aber gar nicht gut aus. Und Timmy hat, by the way, jetzt einen Dachschaden. Nur mal so, wollte ich nur mal so sagen. Seht ihr Timmy? Der ist echt behindert. Das Militär sendet wieder. Sie sagten, dass der erste Schritt ist, alle Überlebenden zu lokalisieren. Heute Abend wird ein Flug über unsere Gegend fliegen. Und wir sollten nach draußen sein und... Ja, ich mach's. Ich riskier's. Alter, man nimmt voll lange auf bei dem Spiel. 40 Minuten schon. Tag 35. Oh shit. Kann ich es beim ersten Mal schaffen? Das wäre gestört. Alles geht nach Plan, aber dann gab es die Taschenlampe ihre Geister auf. Zum Glück haben wir es geschafft, sie im letzten Moment zu reparieren. Gerade als wir das Heulen des Flugzeugs gehört haben. Wir sind fast sicher, dass der Pilot uns bemerkt hat. Wir werden sehen, ob sie umkehren, um uns mitzunehmen. Okay, hoffentlich. Oh, sie ist zurück. Alter, ich wette mit euch, sie war nutzlos. Also ich habe ihr eine Gasmaske gegeben. Was hat sie mitgebracht? Essen, trinken, eine Waffe, Munition, eine Karte. Oh yeah. Okay, das ist sehr gut. Ich will nicht alles lesen, aber Timmy braucht Wasser. Okay, alles klar. Okay, das ist gut gemacht. Ich bin stolz. Tag 38 und alle sehen aus wie Zombies. Okay. Okay, alles klar. Ja, okay, wir geben Ted einmal was, nein, ich hab's nicht. Oh nein, ich hab kein Medikit für Ted. Ted könnte sterben, Leute. Ich kann auch niemanden losschicken für eine Expedition. Scheißdreck. Das Ödland ist voller Überraschung, zum Beispiel der Mann, der an unserer Tür klopft und sagt, dass er bereit ist, viel anzubieten im Tausch für ein paar Stück anständige Munition. Sollten wir... Ja, wir geben Munition, wenn er wirklich... Mal schauen, vielleicht hat er Essen. Sind noch alle da? Wenn noch alle leben, habe ich eine gute Entscheidung. Ja, alle leben noch. Da bin ich gespannt. Was haben wir bekommen? Wir haben Suppe bekommen für Munition. Das ist echt wenig, Alter. Das war nicht gut. Wir sind bei Tag 40. What the fuck? Alter, ich kann es einfach nicht glauben. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber momentan haben wir noch genug. Ich hoffe, die kommen, um uns zu helfen. Ich muss die Gelegenheit beim nächsten Mal nutzen, auf jeden Fall. Also wenn es an der Tür klopft, muss ich aufmachen. Wir haben im Radio gehört, dass Essensvorräte abgeworfen werden sollen. Das mag genau das sein, was wir zum Überleben brauchen. Die Abwürfe sollen in unserer Nachbarschaft landen. Ja, definitiv. Definitiv gehen da wieder hin und holen die Vorräte. Ich hoffe, wir bekommen jetzt gleich was. Medizin vor allem für Ted. Oh, nice. Wir haben Trinken bekommen, Medizin. Oh, Ted könnte sterben wahrscheinlich. Mary, wir haben alles für nichts Neues. Bei Timmy Dolores geht es ziemlich gut. Okay, aber was ist mit Ted? Da steht nichts über Ted. Okay. Seht ihr, ich kann nichts machen. Ted wird wahrscheinlich sterben, habe ich das Gefühl. Weil ich habe keine Medizin für ihn. Der Mülleimer ist mit Suppendosen überfüllt. Und der Korb in der Ecke ist randvoll. Es sieht danach aus, dass sich um die Eimer riesige, seltsame, funkelnde Insekten scharen. Oh nein. Pfadfinderbuch. Ja, wir nehmen das Pfadfinderbuch, um zu gucken, wie wir mit den Insekten klarkommen. Tag 43. Kann jetzt bitte jemand helfen, bitte? Wir leben alle noch. Ich kann es einfach nicht glauben. Wie leben wir alle noch? Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Ich hab aus Versehen irgendwas übersprungen. Aus Versehen. Okay, aber alle leben noch. Alle leben noch. Okay. Oh nein, habe ich etwa was weitergeklickt, das ich nicht hätte tun sollen? Ich konnte die Waffe auswählen, aber ich habe zu schnell geklickt, das macht mich dann fertig. Hoffentlich war es irgendwas nicht Gutes. Oh, was war das? Was hat etwas geschafft, kurz durch die Radio... Okay, wir machen das Radio an. Wir sind schon Tag irgendwas. Nein, Ted, nein! Ted, bitte nicht sterben. Und, wer war's? Alter, ich nehme schon eine Stunde auf. Irgendein armer Schlucker im Radio hat eine... Oh mein Gott. Ted wird immer seltsamer und... Okay, bla. Wir haben Minuskarte, okay. Ach du Scheiße. Endlich kann ich ihn heilen. Ted geht wieder gut, yay. Ted ist wieder motiviert. Oh mein Gott, das macht keinen Sinn. Okay, bla. Oh Mann, geht keiner. Ich will unbedingt... Minusradio, okay. Puh. Ted kann für eine Expedition gehen. Wir planen das auch. Ted sollte auf jeden Fall losgehen.
Was? In diesem kleinen Bunker greift jeder Geruch unsere Nase sofort an. Nichts geht an unseren Nasen vorbei. So war es auch, als ein Backstein aus der Wand rausgefallen ist und ein kleines Loch zum Vorschein gebracht hat. Unsere Nasen haben sofort den davongekommenen Gestank wahrgenommen. Vielleicht sollten wir dieses Loch überprüfen und schauen, was die Quelle dieses Okay, ja, das kann man machen. Solange es nicht irgendwie... Es kann immer jemand sein, der uns in die Falle legt und wir können sterben. Jede Sekunde, wenn wir die falsche Entscheidung treffen. Aber alle leben noch. Ich denke, das war keine schlechte Entscheidung, würde ich sagen. Und wir hatten Angst gehabt, dass etwas Kakerlaken oder bla bla bla. Haben wir was bekommen? Essen! Okay, okay. Also, Ted geht auf die Expedition. Er nimmt eine... Wir geben ihm gleich mehr. Eine Gasmaske, eine Waffe und eine Taschenlampe geben wir ihm. Weil der Lock, ich weiß nicht, wozu das sein soll, aber wir geben ihm diese drei Sachen. Ich hoffe, damit wird er klarkommen. Ted ist zurück, Ted ist zurück, Ted ist von seiner Expedition zurückgekommen. Und wir haben ihm das gegeben. Jetzt bin ich gespannt, was er zurückgebracht hat. Oh, nice. Ein Kartenspiel, okay. Das war's. Ted, willst du mich verarschen? Ich hab dir so viel gegeben. Das bringst du mir? Ich meine, der Medikit ist gut. Aber sonst ist es nicht so das Beste, ne? Da hat ja Timmy sogar was Besseres mitgebracht. Aber wir gehen wieder auf eine Expedition. Ich lasse wieder Timmy gehen. Weil Timmy, was will er wirklich gehen? Warte, wer will gehen? Ist sicher? Okay, also Dolores lassen wir gehen. Sie ist sicher. Ruhig atmen. 1, 2, 3, schon besser. Ohne Panik, ohne Panik. Öffnen wir die Tür, weil sonst wir alle gleich sterben werden. Öffnet die Tür. Weil sonst wir alle gleich sterben werden. Ich werde es machen, Leute. Wir müssen das Risiko jetzt eingehen, dass wir überleben. Bitte, es ist das Militär. Bitte. Wir leben noch. Oh, der Bunker mit frischer, verseuchter Luft durchzulüften war eine ausgezeichnete Idee. Probieren, bla 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 bla. Haben wir irgendwo... Oh, was? Das war gar nichts? What the fuck? So, diesmal lassen wir Dolores gehen und schauen mal, ob sie zurückkommt. Ich gebe ihr nur eine Gasmaske, weil mehr braucht sie hoffentlich nicht. Tag 55, ich kann es nicht glauben. Können wir mal gerettet werden? Wie wär's damit? Oh nein, alle werden krank und ich kann niemanden heilen. Oh, Timmy sitzt nur noch und schaut mit einem leeren Blick vor sich hin. Ja, lass mit ihm reden. Oh nein, ich denke, das können wir nicht überleben. Es werden Leute sterben. Es werden Leute 100% sterben. Oh mein Gott, die sind alle so gestört aus. What the fuck? Alter Schwede. Okay, also Timmy geht's anscheinend wieder ein bisschen besser. Also Mary Jane braucht Trinken und Essen. Timmy braucht gar nichts. Oh nein. Mary Jane braucht beides. War klar, Alter, dass sie beides braucht. Oh, an der Tür klopft es ein Unbekannter mit... Er wollte tauschen. Er bot eine Wasser. Viel Wasser bietet er an. Ich gebe ihm das Kartenspiel. Für Wasser, das ist eine gute Idee, denke ich. Tag 60 schon, wollt ihr mich verarschen? Schon Tag 60? Drei Essen haben wir bekommen. Aber mehr leider nicht. Oh, wir haben keine Medikamente, es werden Leute sterben. Oh mein Gott, nein, es werden Leute sterben. Ja, okay. Okay, ich kann nichts machen, Leute. Situation, Expedition, das kann, wir brauchen Vorräte. Ich weiß nicht, wo Dolores ist. Und ich werde, ja, wir brauchen Vorräte. Wir brauchen Medikamente. Komische Geräusche kommen draußen oder versteckt sich jemand im Bunker? Ist es möglich? Wir haben nichts gefunden und wir fühlen uns, als ob wir verrückt wären. Wahrscheinlich sollten wir, ja, spielen ein bisschen, was weiß ich, Dame oder wie auch immer. Jemand wird sterben gleich. Es wird jetzt jemand sterben. Noch nicht, aber gleich wahrscheinlich. Ah, Alarm, jemand versucht bei uns einzubrechen. Das ist kein einsamer Räuber, sondern eine ganze Bande. Wir müssen uns vorbereiten. Okay, ich habe zum Glück einen Lock hier. Ach, dazu ist der Lock da. Okay, macht Sinn. Oh, shit. Vielen Schüsse. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ende. Ah. Oh, nein. Oh, das war so gut, aber das war so gut. Ich kann es nicht glauben. So viele... Na gut, es ist viel besser, hier unten sicher, als dort oben tot zu sein. Timmy war sehr krank. Wir konnten ihm nicht helfen. Gestern in der Nacht hat er sich davon gemacht und ist nicht zurückgekommen. Er wurde sich wohl dessen bewusst, was für unverantwortliche Eltern wir sind. Die lange Krankheit konnte nicht wohl enden. Ted ist im Schlaf gestorben. Vielleicht ist er der beste Ort, an dem wir abkratzen könnten. Vielleicht aber auch nicht. Oh mein Gott. Du, wir haben 70 Tage überstanden. Wie krank ist das bitte? Alter, das ist echt eine Menge.
70 Tage, ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen werde. Aber ich glaube, man kann auch im zweiten Tag gleich, oder nicht im zweiten Tag, aber so ab 40. Tag schon überleben, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft. Aber ich habe es nicht getan. Also das war ein bisschen schade. Aber das war's mit 60 Seconds. Ich habe lange, lange aufgenommen. Über eine Stunde. Also wie auch immer. Schau in die Beschreibung für wichtige Links. Wenn es dir gefallen hat, zeig wie badass du bist und lecker das Video. Schau auf Minecraft vorbei. Mehr Videos sind nicht bisher abonniert. Jetzt. Um unseren Nacho-Weiß-Fitness für dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich mir noch 3, 2, 1. Schau!